Ich glaube, die Welt wird zusammengehalten von Emotionen und gesteuert durch Emotionen. Und Al-Qaida, Terrorismus, Revolution kann man ohne Emotionen überhaupt nicht verstehen. Da ist der akademische Blick alleine zu dürftig. Und das finde ich eine große Herausforderung, hinter die Zahlen zu gucken, die nur verlauten lassen, wie viele Soldaten ums Leben gekommen sind, wie viele Taliban mutmaßlich ums Leben gekommen sind, wo wieder welcher Anschlag was angerichtet hat, weil der Zeitungsleser, der diese Dinge mitbekommt, abstumpft. Das ist sozusagen die größte journalistische oder auch gesellschaftliche Katastrophe, wenn uns das Leid der anderen nicht mehr anrührt. Wir sehen die Zahlen, aber wir verstehen gar nichts. Und ich versuche eben so nah wie möglich an die Probleme zu kommen, an die Menschen, die da involviert sind, damit man das mit den kleinen Härchen auf der Haut spürt, was viele tausende Kilometer von hier entfernt passiert ist. Bevor ich in diese Gegenden gefahren bin, war der Begriff Held für mich sehr abstrakt und mit vielen dunklen Klischees belegt. Aber jetzt muss ich mittlerweile zu meiner eigenen großen Überraschung sagen, dass ich so vielen Helden begegne auf meinen Reisen. Viele fragen mich ja auch, ob ich den Glauben an die Menschheit verloren hätte, an das Gute im Menschen. Und ich muss sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Je häufiger ich in solche Gegenden gehe, desto mehr glaube ich an das Gute im Menschen. Ich bin Wolfgang Bauer und ich schreibe für die Zeit.